Hallo und vielen Dank, dass du auf dieses Video geklickt hast. Um den Channel weiter zu verbessern und nach vorne zu bringen, wäre ein Like unter dem Video und ein Abo sehr hilfreich. Gerne schreib auch einen Kommentar, was dir gefallen hat und was es noch zu verbessern gibt. Ach, und vergiss die Glocke nicht, damit du immer informiert bist, wenn ein neues Video erscheint. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Kernschmelze. Wenn wir da durch haben, oder schon zwischendurch, denke ich mal, gucken wir uns auch mal den Multiplayer an. Ja, guck mal, das sieht ja schon wieder aus, mehr wie Doom. Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Aha, und nü? Kampfbewertung. Durch Kämpfe kannst du dir was... Ey, lass mich doch mal vorlesen. Solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde, unsere Sicherheitssysteme lassen sich nicht überprüfen. Jaja. Also, darf ich jetzt? Danke. Durch Kämpfe kannst du dir Waffenpunkte verdienen. Deine Kampfbewertung verbesserst du, indem du während einer Mission so viele Dämonen wie möglich findest und tötest. Hoppala. Was geht hier? Du, komm mal her. Boah, Mikroraketen. Yo, geh mal her. Ey, shit. Ach, bumm. Cool. Was knallst du dir denn ab? Das war jetzt ein bisschen konfus. Au. Au. Alles klar. Braucht eine andere Hand. Okay. Kann ich jetzt darüber springen? Geronimo! Shit. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Oh ja, gib mir noch einen Chip. Nice. Okay. Ach, hier unten ist ja gar nichts. Ja, gut. Dann doof. Hep. Und hep. Und hep. Oh, cool. Rüstung. Ja, gib mal her. Brauchst du ja nicht mehr, ne? Nimm mich mal mit. Kollege, das Ziel lernen wir nochmal. Oh Gott, ist das scheiße, ey. Okay. Erstmal das da weg. Schnauze! Nimm mal die Rüstung. Toll, da läuft der mir direkt davor.
Komm her! Piu, piu, piu! Nice! Dämonische Bedrohung reduziert um 25%. Oh ja, dann haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. Gibt's hier noch was? Na, sieht mir nicht so aus, ne? Mein Rechner immer. Wum, wum. Der kommt gar nicht mehr klar, ey. Ja gut, bei 666 MHz RAM-Speicher ist das schon auch ein bisschen scheiße wenig. Ich brauch mal... Und dann sind das noch GDDR3, ne? Noch nicht mal 4er. Ich brauch neue Sachen. Guten Tag! Sind Sie zum Ablesen der Heizungsanzeige da? Dann müssten Sie aber weiter nach unten. Ach so, okay. Komme ich ja gar nicht weiter. Da muss ich erstmal noch ein Stück weitergehen, bis ich die blaue Karte gefunden habe. Okay. Wie beim alten Doom, immer diese Kartensucherei. Geh kaputt! Apropos, was waren denn die eigentlich die Herausforderungen jetzt für dieses Level? Gab's da welche? Drei Besessene mit einem Fass, oder was? Ah. Oh, okay. Drei Besessene mit einem Fass und Kills von oben. Alles klar. Ah, scheiße. Ach ne, ist ja auch kein Besessener, ist ja ein Imp. Zählt ja nicht als Besessener. Ja, mal gucken. Mal kicken, ob wir das hinkriegen. Ich muss da irgendwie hoch. Oder hier runter. Ne, warte mal, ich nehme mal die Pistole. Aua, ey! Ach, Mann. War da... Ah, ich hätte die sofort alle damit killen können. Dann hätte ich zumindest die Herausforderung geschafft. Ach, shit. Naja, machst du nix. Hui. Wie, da zählt er auch nicht von oben? Kann man sich nicht mal drauf fallen lassen? Ach komm, drauf geschissen. Erstmal den Gang weiter, mal sehen, was es hier noch gibt. Ist hier irgendwo eine explosive Kiste oder so? Da auch nicht. Hm. Naja, dann. Dann lass was. Dann lassen wir das. Hm.
Klatsch! Hui! Da ist wer runtergefallen in die Lava. Ach, ausgerechnet die. Da, wollte ich doch sagen, da war doch noch wer. Zwei von vier, naja. 50%. Gab's nicht auch irgendein Geheimnis unten in der Lava oder so? Uah, das sieht mal zu gefährlich aus. Oh! Okay, Ali hopp. Ali hopp. Hihi. Uah. Oh shit. Oh shit. Oh shit. La 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 la. Fuck. Oh nein. Ah nein, das sollte nicht passieren. Also hätte ich doch lieber springen sollen. Reduziert um 50%. Dann versuche ich es nochmal. Aber diesmal springe ich dann auch. Ich konnte jetzt nicht abschätzen. Ich dachte, der läuft schneller. Boah, bin ich dumm. Ah, Scheiße. Ach, der Terminator-Ding. Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade auf Handy geguckt. Dämonische Bedrohung reduziert um 50%. Okay, hätte ich einen Peinlichkeitscounter, wäre das schon der zweite. Oder unnötige Tode. Oder so. So, jetzt aber, jetzt sagen wir mal, ne? Ich finde das aber auch immer so schwierig manchmal abzuschätzen, ey. Ach, so muss ich doch hier so? Oh, nö. Ah, okay. Solange er da dran greifen kann, ist alles cool. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Lala. Sagt die Map. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt da, ne? Oh, da oben ist noch eine Flugdrohne. Geronimo! Wo war denn jetzt die Drohne? Mein Gott, bin ich verwirrt. Da müsste ich eigentlich nur zurücklaufen. Da? So, der zeigt. Ja, aber von der habe ich das ja schon. Ich dachte, der zeigt mir jetzt eine neue an. Wo finde ich denn. Ist das da die Karte? Das ist alles so konfus. Nee, das sind, glaube ich, Sachen, die ich aufheben konnte.
Ja gut, die 2D-Karte hilft mir jetzt auch nicht. Was ist da? Das ist wahrscheinlich das Ziel, ne? Ja, Ziel, okay. Automap, bla bla. Echo, Heilstation, Datenprotokoll, Sammlerstück. Aber ich war ja eigentlich schon überall. Tja, okay. Das ist ein bisschen doof. Ach, das ist auch immer, da kann ich, in solchen Spielen kann ich mich ja gut und gerne mal verlaufen. Weil ich einfach nicht weiß, wo ich die Karte finden soll. Spring doch mal da drauf jetzt, alte Pimpanelle. Pimpanelle! Also hier bin ich ja schon lang gelatscht. Ach, hier ist die andere Seite davon, okay. Warte, ich habe kein Formular für Unfalltod. Tut mir leid. Ich suche Passierschein A38, aber den blauen. Ups. Matsche, Matsche, Matsche. Ja, aber da hinten war ich ja auch schon, da hat mir das ja auch nichts. Da komme ich ja dann wieder nur hoch, ne? Ja, hier komme ich wieder nur hoch. Zu Unfall, Tod und Verstümmelung. Das andere zeigt irgendwie, ja, das ist ein anderes Ziel, aber... wie komme ich da jetzt weiter? Ich trinke mal einen Schluck, einen Moment. So, Pulle wieder zu. Ups, Kabel auf Tastatur. Ja! Was ist denn mit da drüben? Oder kam ich früher von da und hab's wieder vergessen? Kerntemperatur steigt. Ja, 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 ich bin noch dabei. Oh ne, hier war ich noch nicht. Das sagen mir die überaus versteckten Gegner hier. Warte. Buja! Was gibt's denn hier? Oh! Ein Moment. Schnell mitnehmen. So, was mache ich nü? Mach ich nochmal Gesundheit? Ja, komm, ich mach nochmal Gesundheit. Ich bin so doof und mach nochmal Gesundheit. Okay, schön und gut. Jetzt hat mir das ein bisschen was eingebracht. Aber mir fehlt ja immer noch die blaue Schlüsselkarte. Ja, hier brauchst du auch noch Geld für. Ach, halt doch die Fresse. Oh, what?
Wieso brennt das nicht? Wieso explodiert das nicht? Der blinde Rat? Komm, wir spielen ein bisschen Fußball. Und. Oh, Tor! Okay. Die Frage ist, wo sind diese verschissenen Schlüsselkarten? Wieso? Lass mich doch hier durch. Ich will doch da durch. Ups. Gibt's hier irgendwas? Vielleicht so? Wenn dann so weitergeht, dann muss ich gleich googeln. Ist hier irgendwas? Nee. Wo zur Hölle ist diese blaue Schlüsselkarte? Ist das hier? Oh, bin ich da? Habe ich da vergessen? Nee, stimmt, das ist gelb, da komme ich ja gar nicht lang. Oder habe ich. Nee. Wenn sobald die orange sind, habe ich die Sachen schon gemacht. Oder habe ich schon gefunden? Ey, da ist ja so ein Dingen. Wo ist das? Ach, hä? Da war ich schon. Einen Moment. Ah, das nervt mich jetzt aber. Ich wollte hier, das soll ein Let's Play werden und kein Let's Search. Aha. Nee, jetzt sag nicht, das ist der die ganze Zeit. Ah, okay, das ist zumindest die gelbe. What the fuck? Also, okay, ich bin die ganze Zeit mal wieder an einem vorbeigelaufen, der eine Schlüsselkarte hatte. Okay, na gut. Hier, friss. Oh, da hätte ich mir jetzt aber ein bisschen spektakuläreren Kill vorgestellt. Ich meine, es hat ein großes Monster, den kannst du nicht einfach nur vom Kopf treten und dann ist gut. Batsch! Oh! Okay. Waffenpunkt! Achso, gelten die drei jetzt allgemein? Wahrscheinlich, okay. Wo war nochmal gelb? Gelb war jetzt hier lang, ne? Ja. Okay, dann bin ich einfach nur wieder ein bisschen dusselig an der Leiche vorbeigelatscht. Ah! Holy fuck! Das war fies. Dankeschön. Hier irgendwas? Das nehme ich mit. Samuel Hayden. Da ist doch, das ist eine Maschine, der Typ. Oder hat der. Warte. Wir gehen mal eben schnell durch. Ups. Kann man da drunter scrollen? Ne, okay. In jungen Jahren. Also er ist wohlhabend und hat gut studiert. In Oxford, okay. Ein inoperabler Hirntumor der Stufe 4. Man gab ihm noch 6 Monate zu leben. Diese Zeit nutzte er, um eine radikale Lösung für seinen tödlichen Prozess zu finden. Kybernetische Übertragung. Ah, deswegen ist der Kollege so. Er wäre sonst gestorben und dann hat er sich einfach in Anführungsstrichen in so eine Rüstung gepackt. Oder sein, weiß ich nicht, Gehirn darin übertragen oder so.
Ach, schon wieder. Holy shit. Ich häng fest. Ach komm, Spiel, ist das jetzt ein scheiß Ernst? Mann. Da häng ich ernsthaft da fest. Ups, sorry. Ich komme manchmal aus Versehen mit Hand oder Controller ans Mikrofon. Denken Sie dran, der blinde Rat beobachtet Sie. Denken Sie dran, es gibt immer scheiß Ecken, wo Sie sich nicht mehr raus bewegen können. So. Okay, das war jetzt ein bisschen nervig gerade, aber gut. Hau ab und such dir Freunde. Nein, ich hasse das, wenn man irgendwo festhängt, ne? La 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 la. Die killen sich bald gegenseitig. Das finde ich aber auch gut. Weil das sind ja alles nur meistens so ein bisschen gehirnamputierte Viecher. Dann ist das echt scheiße, wenn die nur einen angreifen, als wenn sie noch auseinanderhalten könnten, wer ist. Vor allem interessiert die Dämonen ja auch gar nicht. Na gut. Wie dem auch sei. Die haben wir platt gemacht. Achtung, Kerntemperatur steigt. Ja, ja, ja. Hui. Fatality. Da rennt er weg, wie so eine kleine Pussy. Boah, nicht schon wieder. La 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 la. Komm her. Dämonische Bedrohung reduziert um 75%. Ist das wieder Automap? Jo, Automap. Und du hast bestimmt die blaue Karte. Jo. Ah, warte, war hier nicht irgendwo der kleine... Nee, war er doch nicht. Doch, nee, was denn jetzt? Wo ist das jetzt hier? Habe ich schon wieder irgendeinen Gang verpasst? Strange. Okay, flupp. So, wo sind wir nü? Das irritiert mich total. Wo hängt der Kleine denn jetzt? Ach, ist er hier in den... Ah, ist er vielleicht da? Nee, da gehe ich noch nicht lang. Sonst werden wir einfach mal... Auch nicht. Hä? Ah ne, da ist aber eine blaue Tür. Ja, na gut. Nehmen wir mal die blaue Tür. Ja, war vielleicht nicht die beste Lösung gerade. Boom!
Ja, scheiße, wenn es so eng hier ist. Komm her. Nein, habe ich noch nicht. Und jetzt halten sie endlich die Schnauze. Danke. Was zum... Ey, Säcke. Ist das frech. Ich bin mich doch gerade am Heilen hier. Die Menschheit hatte noch nie eine Zukunft. Aber wo finde ich jetzt zur Hölle das... Ich will das kleine Ding mitnehmen. Ich bin verwirrt, bin ich. Na, warte, wo ist denn das jetzt? Geradeaus. Wo zur Hölle versteckt sich das Ding? Oder ist das hier drunter? Ah, fuck you. Ja, tatsächlich. Das war nicht schlecht. Fuck. Oh, shit. Man sollte ein bisschen aufpassen, wo man hinlatscht. Gib mir Leben und Munition, sonst halte ich sie nicht mehr aus. Ja, ich bin ja dabei. Okay. Zack, 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 zack. Ups, jetzt fallen die noch selber hier runter. Ja, ich hing fest. Mal wieder. Na, nicht der. Ja, eigentlich lieber nicht. Boah, gerade eben noch. Der Sack wollte mir ins Gesicht boxen. Habe ich doch gesehen. La 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 la. Boah. Knapp an meinen Hintern vorbei. Wo kommst du denn her? Na gut, ihr habt es ja nicht anders gewollt. Ich würde auch freiwillig zum nächsten Level laufen, aber gut. Dann halt nicht. Nee, ihr wollt mich doch verarschen. Zwei Stück davon. Ich meine jetzt, wo ich noch gar keine geilen Waffen habe. Aua! Mir geht gleich die Munition aus. Ganz geil.
Pistole, alles klar. Komm her! Scheiße! Oh! Piu, 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 piu! Piu, 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 piu! Jawohl! Nice! Kriegt er jetzt Erfolg? Piu, piu, Meister? Die Kerntemperatur ist jetzt stabil. Ja, fragt sich nur, wie hoch die Kerntemperatur von meinem Rechner ist. Ein Primär-Kontrollraum wurde in der Nähe aktiviert. Das könnte Olivia gewesen sein. Könnte, hätte, wollte, würde. Wo wir gerade dabei sind, ich kann ja nochmal hier kann er hier Munitionskosten reduzieren, das ist immer gut. Kann die Pistole was? Okay. Wobei ich nicht weiß, ob ich die... Reduziert die Aufladezeit zwischen Explosionsschüssen. Alles klar. Mal ein bisschen hier was benutzen, ne? Mal her da! Dankeschön! Wie viel habe ich jetzt? 2, ne? Der Kompass pulsiert, wenn sich versteckte Bereiche in der Nähe befinden. Alles klar, her damit. Oh, das ist auch nicht schlecht, wenn direkt alles auftaucht. Tada! Autorisierung Olivia Pierce Alpha 402. Mann, du bist ja hässlich. Sie hat mich ausgesperrt, Dr. Hayden. Sämtliche Energie zum Argent Tower umgeleitet. Sie will das Portal zwischen ihrer Welt und unserer öffnen. Tja, gibt nie einer Angestellten zu viel Macht. Du hättest sie sowieso niemals retten können. Sagst du? Tschüssi. Darf ich jetzt auch mit? Ach, ich hatte noch die Kettensäge, habe ich voll vergessen. Wir müssen den Argent Tower an der Oberfläche manuell abschalten. Naja, zumindest kriege ich auch Punkte für den Kampf. Dann kann ich auch so ein bisschen aufwerten.